herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hexers. So, wir gehen wieder zurück in die Stadt. Schnellen Schrittes. Ich habe mir schon eine Queste ausgesucht. Wir machen mal eine Nebenqueste. Ich habe keine Ahnung, weil es ist wieder zu lange her von meinem letzten Spiel. Was ich machen wollte. Ja. Und das wollte ich. Ich wollte mir auch nicht nochmal meine letzte Folge anschauen. Also, ja, könnte ich jetzt. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Jetzt, ja, nee, dann nicht. So, wir schauen mal auf die Karte. Und zwar gehe ich zum Haus. Das sind irgendwelche Banden. Also, ich zeig's euch mal. Was für eine Queste wir haben hier. Geralt, das Badehaus, ne, betrat, merkt er schnell, dass die führenden Köpfe der Unterwelt dort waren. Ne? So ein Triumvirat. Und hier sollten wir vielleicht mal mit Hacker sprechen. Mal schauen, was sich da ergibt, ne, bei diesem blöden Bandenkrieg. Und vor allen Dingen, wie wir uns dazu stellen. Ne? Das ist ja die Frage. Wie kommen wir denn eigentlich... Moment mal, wie kommen wir denn eigentlich zurück? Müssen wir hier entlang? Warte mal, ich schau nochmal auf die Karte. Ja, wir können... Nee. Wir nehmen die Brücke hier. Wenn ich auf die Karte schaue, ne, dann sieht es echt... Upsa! Alles anders aus, ein bisschen wie... wie hier, ne? So, Wo ist die Brücke? Weißt du, was mich an Novigrad am meisten stört? Was? Die verdammten... Das ist alles nicht mal ein Hundepimmel wert. Die Stufen sind zu hoch, die Stühle zu schmal, die Humpen zu klein. Ja, das ist das Wichtigste. Die Weiber zu groß. Ewiges Feuer. Okay. So, dann mal hier rauf, die Treppe. Dann kommen wir rein, ne, in die Stadt. Elfenblut, was? Dann wird es wahrscheinlich wieder ein kleines... Ne? Ihr wisst, ich bin ein bisschen mit dem Ruckel nicht so zufrieden. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe alles schon probiert und habe auch die Grafikeinstellung runter. Also ich bekomme es nicht so richtig weg. Es ist so ein kleines Ruckler. Dingetsbums drin, aber es geht. So, wir gehen... besten wäre es, wenn wir hier so rüber zum Händler kommen. Apropos Händler, ich schau mal dann kurz ins Inventar. Ich habe mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Du plötzlich auftaucht und mich heilt. Ich gehe mal ins Inventar. Du bist der Händler, ne? Wartet mal. Mal kurz schauen, wie es aussieht. Wir konnten eigentlich ein paar Schwerter verkaufen. Wir wollen mal schauen, wie die so sind. Jo. Ja, Art und Vergiften. Nicht so gut. Ja, die sind immer ein bisschen besser, aber so insgesamt gesehen haben wir schon gute Dinge. Ich glaube, wir verkaufen mal die Schwerter. Ne? Ich meine, wir finden ja immer irgendwie was ein bisschen. Und die Hose können wir aufverkaufen. Das gibt ein bisschen Geld hier. Ausdauerregeneration durch Bohrenresistenz, Blutenresistenz. Ja, aber wisst ihr, da drüben haben wir einfach zu viel Gutes, ne? Dann muss es schon... Nee, dann muss es schon richtig was, ne? Richtig was wert sein. So, bist du der Händler? Ist das richtig? Hallo? Willkommen, willkommen! Willkommen! Und? Zeig mir mal deine Ware. Was hast du denn da? So, pass auf, Händler. Ich hab was zu... Ach so, das kann sein, dass du es gar nicht kaufst, ne? Ja, das verstehe ich. Was ist denn eigentlich dort für Schriebse? Nur mal so aus Interesse. Neckerkrieger, absurd. Pferde gehen niemals durch. 50%, na, nicht unbedingt. Aber erhöht Erscheinung zugefügt. Das hört sich gut an. Das nehmen wir mal. Das haben wir noch nicht gelesen, oder? Das nehmen wir.
Sehr schön. Dann, auf Wiedersehen. Bis dann. Wir bräuchten einen Schmied. Haben wir hier zufälligsterweise einen Schmied? Nur mal so als Interesse heraus. Was haben wir denn hier noch? Einen Händler. Ah. Ja, ihr seid doofe Händler. Ist ja schön, dass ihr Händler seid, aber... Starr mich nicht an. Du willst... Ich dir Manieren ein. Bist du ein Händler? Hm? Nee. Wo ist denn der nächste Händler? Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Hallo. Es sind schwer zu finden. Du bist ein Händler, oder? Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Sei auch du gegrüßt. Wo ist der blöde Händler? So, mitten auf dem Marktplatz. Hier ist ja was los, ne? Wahnsinn, oder? So, ich glaube, du bist mein Freund. Ein Kunde mit willkommen, willkommen. Probieren wir es nochmal. Alles klar? Was hast du denn da? Nein, keine Chance. Ich bekomme wirklich nur los bei... Achso, wir hätten mal schauen können. Naja. Kaufen, was du heute schon kaufen kannst. Ach, da sind die Hexer. So, wir müssen ja jetzt hier rüber. Wo ist denn eigentlich ein Schmied? Nur mal so aus Neugier heraus. Hier unten. Ne, hier runter laufe ich jetzt erstmal nicht. Ach doch, hier ist doch ein Rüstungsschmied. Haha. Und mal schauen, ob ich den treffe. Das ist verboten. Sofort aufhören. Was ist verboten? Tanzen auf dem Galgen. Das geht zu weit. Wer tanzt? Wie? Weißer. Schau mal hier drüben gerichtet. Bist du... Ne, du bist doch der Bankier. Ich bevor. Wo... Vielleicht auf der anderen Seite, ne? Was ist denn eigentlich das hier? Das Rosmarin und Thymian, der heißeste Ort von Novik. Achso, das ist das... Etablissement, sag ich mal so, ne? Ach, du bist der Rüstungsschmied. Na dann. Erstklassige Schwerter. Ja. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ja. Moment, wir verkaufen. Wir verkaufen alles. Alles, was wir haben. Wir verkaufen sogar die Armbrust hier. Wartet mal, plus eins. Ach so, nee, die verkaufen wir nicht. Die verkaufen wir nicht, aber die hier verkaufen wir. Okay, was hast denn du so an... Nur so mal... Wow. Moment. Na gut. Na gut. Aber plus 50 Rüstung. Und es ist auch mal eine schöne... Das ist auch mal... Das ist wirklich auch mal eine schöne Rüstung. Nicht so ein Blödsinn, was wir hier haben. Plus 50? Auch plus 50. Was macht der weniger durch Bohrenresistenz? Hm. Dafür ist er besser in Quen. Auch nicht das Schlechteste. Und Resistenz gegen Schaden. Hm. Mir gefällt das ganz gut. Wie viel kostet denn sowas? 731. Aber könnten wir uns leisten. Oder sowas hier ist auch schön, oder? Leichte Rüstung sind. Und leichte Rüstung gefallen mir auch besser, weil die passen eher zum. Ja, Rollenspiel. Wir wollen ja zumindest ein bisschen Semi-Rollenspiel machen hier, ne? Also, ich finde das hier eigentlich am schönsten, um ehrlich zu sein, bisher. Ja, das ist sowieso Quatsch. Hm, was ist da mit den Hosen? Oh, die ist gut, oder? Wie viel kostet die denn? 397. Die ist schön, oder? Vitalität noch mal rauf. Hm. Und zwei leere Slots dazu. Die will ich. Komm. Her mit. Und wir nehmen dazu... Nehmen wir... die hier. Und dazu wäre natürlich noch schön... Ein paar Schuhe. Weil die Schuhe, die ich habe, die sind auch nicht so... Die sind, glaube ich, mit so Eisenbeschlag. Aber hier haben wir nichts Gescheites. Na, dann lassen wir's. Ja, nee, so bin ich dann auch nicht. So bin ich dann auch nicht. So, okay, gut. Schauen wir uns mal an. Ziehen wir uns hier mal um. In aller Öffentlichkeit.
Bis dann. Ziehen wir uns hier mal in aller Öffentlichkeit um. Also, was haben wir? Seht ihr mit den Schuhen? Ich bin. Na ja, wohl, jawohl, jawohl. So, wartet mal. Wir nehmen erstmal. Können wir eigentlich das wieder extrahieren? Das, was da drin ist, dieses Igni-Zeug. Obwohl, wir haben so viel von dem Zeugs hier. Nee, das braucht man nicht. Wir haben so viel davon irgendwie. Oder? Ja, was heißt so viel? Das. Ne? Das nenne ich. Na, so muss unser Hexer aussehen. Nicht anders als so. So, wollen wir schauen, die Hosen? Ja, passt. Passt, genau. Klopf dich nochmal ab. Das nenne ich Hexer. Dann, wir geben uns nicht ab mit Schweren, dann sind wir halt weniger geschützt. Was soll's, ne? Gut. Ja, dann schauen wir, was wir für Zeichen da reinbringen. Igni wäre mir lieb. Chance auf Bluten ist natürlich auch super. Chance auf Verbrennen ist natürlich super, super. 2% Angriffskraft, das ist toll. Wohin? Ach so, Schwert. Wo sehe ich das immer, dass es Schwert ist? Konnte man das irgendwo sehen? Schwert. Achso, steht immer dort. Ah, Mist. Schwert, Schwert. Achso, wir haben alles nur für Schwert. Ah, das ist schlecht. Ah, das ist mehr als schlecht. Das ist ja nur für Schwert. Ach so. Oh, da müssen wir doch mal schauen, dass wir es vielleicht raus extrahieren. Wir haben wirklich nur Schwert, Mist. Schwert, 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 Schwert. Ach nee, halt. Ich sehe es. Ja, ja, ja. Ihr habt mich schon darauf aufmerksam gemacht, ne? Hier drüben ist doch Rüstung. So, was haben wir? Jirden, ja, eigentlich schon. Erstmal Igni. So, Igni kommt in die Hose rein. So, bitteschön. Und Axi. Liebe, was hat man denn hier drin eigentlich? Igni und Igni. Aha. Art. Ja. Quen. Wir machen auf alle Fälle noch Quen. Auch in die Hose rein. Und das Jirden würde ich trotzdem. Wisst ihr? Man muss sich einfach mal mit diesem Jirden auseinandersetzen. Aber ich weiß es nicht. Oder? Was sagt ihr? Oder noch ein Quen. Nochmal ein Quen. Oder vielleicht doch das Art. Art ist natürlich auch super. Ne, ich mach mal 5%. Ne? Das ist natürlich ein Gewalt. Na gut. Das ist wahrscheinlich falsch, aber okay. So, dann verkaufen wir den Mist hier. Ja, auf alle Fälle, weil wir brauchen wieder ein bisschen Geld. So, mein Freund. Erstklassige Schwerter. Genau. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ach so, gefällt mir das doch. Na, so ist es super. So, hier bitteschön. Und tschüss. Tschüss. Nett. Naja, und dann können wir, ne? Bis dann. Bis dann. So, wir müssen aber außen rum hier, glaube ich. Ich diene dem ewigen Feuer. Ich glaube, wir müssen hier außen rum. Und eventuell hier rein. Oh, das sieht schon. Hey du. Hey. Hast du Stuten vorhin gesehen? Hier rein? Schauen wir kurz. Nö, ja. Nö, ja. Ich weiß es nicht. Schauen wir. Im Leben muss man was riskieren. Nee. Und nicht einstecken. Was machen denn die hier? Hey du, hast du Stuten vorhin gesehen? Geht's dir schlecht? Geht's dir eventuell schlecht? Auch abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Ja. Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig.
Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Da profitieren wir doch beide. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Schwere Entscheidung. Der ist mir irgendwie zu rabiat. Der Zwerg hier. Der ist mir wirklich ein bisschen zu rabiat. Eure Zankereien interessieren mich nicht. Überleg dir, was du willst, und dann komm wieder. Ja, müssen wir mal schauen jetzt. Was... Denke über Hackers Angebot nach, bei der Suche zu helfen. Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Können wir es noch irgendwie anders machen? Geh nach Ferrohr, fliegende Fäuste, Krähenfels. Achso, die übrigens, die müssen wir auch noch irgendwann mal, wenn wir mal wieder unten sind, ne? Können wir noch die Schreine reparieren. Achso, nee, Quent mag ich mal. Ja, es ist bestimmt nicht schlecht, aber ist Zeitfresser. So, besiege. Achso, ja, die muss ich auch noch irgendwann. Ja, ansonsten. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, ne? Ich bin mir da echt nicht sicher. Was müssen wir sonst machen? Was haben wir denn hier? So. Ja, stimmt. Da müssen wir auch noch hin zum Markgraf Henkels Haus. Und was ist hier? Hier könnte man natürlich auch losziehen. Und dann machen wir das nicht mit der Bande. Würde der sich der Bande anschließen, unser Hexer? Eher nicht, oder? Sei es drum, oder? Oder wartet mal, wir machen erst was anderes. Wo war denn das mit hier, dem Schatze? Wo ist denn das? Ach, gleich in der Nähe. Na dann, passt ja perfekt. So, tschüss, Junge. Bist mir ein kleines bisschen zu rabiat, mein Freund. Das ist eine Bande. Ich meine, okay, ne, aber nicht wirklich, oder? So, wo? Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Ritter Sporn hat wirklich interessante Freunde. Richtig. Der Eisvogel lädt herzlich ein zu abendlichen Vorführungen. Priscilla? Da bleibt kein Auge drauf. Mit Art kommen wir da weiter. Achso. So, los geht's. Tja, das hat schon mal bessere Zeiten erlebt, ne? Moment. Fußspuren. Nehmen wir ja am besten was mit. Wenn wir es können, ne? Nehmen wir es mit. Können wir auch aus der Truhe was mitnehmen?
Nein, nicht wirklich, aber hier hinten. Wenn das Ding schon verlassen ist, das sind wir dann gar nicht geizig, hätte ich beinahe gesagt. Da kommen wir nicht vorbei. Gehen wir mal von der anderen Seite rüber. Ein kleines Fläschchen. So, weiter geht's. Wohin des Wegs? Boah, hier gibt's wahrscheinlich Bücher oder was. Ne? Pflege dein Schwert, Soldat. Setz das Schwert Rost an, zeig dies, dass es einen schlampigen, faulen Ochsen zum Besitzer hat. In diesem Fall nehme man eine Handvoll Sand und scheure die Klinge, bis die Flecken verschwunden sind. Dabei gebe man Acht, sich nicht in die Finger zu schneiden und sie auf diese Art ihrer Nützlichkeit zu berauben. Die Finger, ne? Ja. Genau. Mach mal das Licht hier an. Was gibt's hier? Achso, halt, das haben wir schon. Ja, können wir verkaufen vielleicht. Ja, wir könnten mal Bücher verkaufen, ne? Das Land Velen, gelegen im westlichen Temerien. Die Velener leben hauptsächlich von Landwirtschaft, Handwerk und Viehzucht. Aha. Sümpfe, Morast. Na dann. So, wir gehen weiter. Ein Kästchen. Was haben wir hier oben? Mal ein bisschen für Atmosphäre sorgen. Noch ein Kästchen. Ein Brief. Und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Oh, das ist gut. Die Meteoritpaaren sind, glaube ich, super. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri. Ich weiß beide Geburtsjahre nicht. Falls das ein Rätsel werden sollte. Na dann mal weiter. Ja, wir könnten jetzt hier runter. Was war da? Gehen wir mal hin. Ach hier. Oh, das sind ja Mengen. Halt. Moment. ...1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken. Im nächsten Raum, glaube ich. Allerdings gehen die Fußspuren gehen ja eigentlich hier nicht entlang, ne? Was im nächsten Raum? Wahrscheinlich... Ach so. Wahrscheinlich dann in dem, wo wir hier jetzt rein... Ach so, die Tür wäre wahrscheinlich verschlossen gewesen. Na gut. Dann haben wir das auch erledigt. So, dann schauen wir mal. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Warum? Brief. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz... Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt gar nicht gut. Allerdings kommen sie nicht rauf. Die wilde Jagd. Tja, die ist uns ja auf den Fersen, ne? Ein Fleck. Wivernöl. Wivern? Wir nehmen es, wie gesagt, mit. Wir müssen es dann vielleicht wirklich mal Bücher verkaufen. Bei Händlern, oder? Gehen doch hoffentlich Bücher zu verkaufen.
Allerdings haben wir noch ein Problem. Es sind Leute gekommen. Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Ach so. Gibt's noch irgendwas hier? Nee, ne? So, jetzt wird's interessant. Halt, doch, da gibt's noch was. Beinahe. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Ich denke, der lebt nicht mehr. Kalkstein, ne? Kennt ihr vielleicht noch aus Teil 1. Haben die nicht gesagt, er lebt nicht mehr hier? Ja gut, es kann ja sein, dass er nicht mehr lebt. So wollen wir schauen, wer gekommen ist. Dijkstra und Triss? Tatsächlich. Na dann. Was haben die zu sagen? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Kaleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Na gut, ich habe gelogen. Aber nur teilweise. Ich hörte von Halblöwen, von Halbadlern, von Mädchen, die zur Hälfte Fische sind. Aber so etwas wie eine halbe Lüge, das gibt es nicht. Ich versuche es trotzdem. Henkel habe ich nicht gesehen, aber Menge hat deinen Schatz tatsächlich. Das hast du wohl in der Glaskugel gesehen. Vielleicht. Berufsgeheimnis. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Koffer haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten.
aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Tess, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Hm. Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. So, welcher Kopf hat denn da? Dahin sind wir zu aufgetaucht. Huch. Ja, Driss ist... Ich mag Driss. Deswegen muss der Hexer jetzt da durch. Auch wenn er seine Yennefer hier... So, jetzt. Was haben wir denn hier noch? Nix mehr, ne? Gehen wir wieder. Haben wir alles ausgeplündert, denke ich. Ja, machen wir das jetzt mit dem Schatz weiter? Ja, ne? Oder? Machen wir das mit dem Schatz jetzt weiter? Wo ist denn das? Ist da unten? Obwohl, wenn es da unten ist... Ach so, nee, da war nur das. Ja, mehr wüsste ich jetzt gar nicht. Wir schauen nochmal. Ich glaube, wir machen das mit dem Schatz. Trotzdem, weil wir schauen nochmal auf die Hexeaufträge, aber da ist nichts. Sprechen mit der Witwe. Aber das ist 16. Nee, warten wir noch ein bisschen. Ne? Sprechen mit der Wache. Ja. Hanna in den Wäldern. Ne? Das hat uns... Das, und das ist, schau doch mal hin, das ist 10, ne? Aber ich habe immer noch. Nördlich der Nilfgaardschen Lager auf große Bestie. Ich glaube, das war auch irgendwas Verrücktes. Und die Schatzsuche in Novigrad, Greifenschulen. Was war das nochmal? Ich schau nochmal. Ach nee, das war. Ja, ich kann mich wieder entsinnen. Ja, das, da bin ich schon 5000 Mal auf dieser komischen Burg da, ne? Da sind wir nicht hingekommen. Leider. Leider, sag ich. Leider, leider, leider. Ja, ansonsten haben wir nichts mehr. Dann würde ich trotzdem behaupten, wir machen erstmal das mit diesem Schatz. Und dann können wir immer noch umschwenken auf... Vielleicht gehe ich nochmal runter zu Hanna in den Wäldern. Und, na, wenn wir den Auftrag hier abgeschlossen haben, und dann, nee, nicht, das hier brauchen wir. Mitternacht, beim Schrein des ewigen Feuers, okay. Es ist aber noch lange kein Mitternacht, ne? So, wo muss ich hin? Ja, und dann gehen wir runter und machen das vielleicht noch mit den Schreien dazu. Wir müssen einfach uns links halten und dann über die Brücke. Hier müssen wir irgendwie durchkommen. Wenn wir viel Glück haben. Bin ich kaputt? Meine Güte, was für eine Missgeburt. Ein Stoff aus dem fernen Süden, den es sonst nirgendwo gibt. Wie weit aus dem Süden kommt der Stoff? Die neuesten Schnitte, die neuesten Wiesen. Du hast die Frage nicht beantwortet. Bitte nicht. Mit erotischen kaufen, was du heute schon Kommentaren mich hier ködern wollen. So, wir müssen rüber über die Brücke. Was hier?
Was hier? Auf die Knie vor dem ewigen Feuer. Bin ich schon falsch? Oder bin ich noch richtig? Das ist doch hier. Das sieht ewig. Das sieht feuerlich aus, wie das ewige Feuer. Das ist bestimmt, oder? Ja, eindeutig der Schrein. So, was haben wir denn hier noch im. Hier haben wir den Händler. Hier haben wir unser Lager. Hm. Könnten auch noch mal zum Schmied hin. Eventuell zum Schmied. Weiß er die Reparatur? Ich meinte, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Knödel verkaufen. Der da wo ist? Jonas hat geschworen, dass es Hattoris Werk ist. Moment, wo ist der Schmied? Wahrscheinlich hinten dran, ne? So ein Sack. Ja, die haben hier nicht so viel Publikum, ne? Die auf dem Markt, die haben mehr Publikum. Du bist aber kein Schmied hier, mein Freund. Das ist ja verrückt hier. Wo ist der Schmied? Hä? Aber... Jetzt mal... Moment. Aber hier ist doch die Schmiede. Waffenschmied. Vielleicht muss man da irgendwie rein, oder? Jonas hat geschworen, dass es Hattoris Werk ist. Kam mit Garantie. Ach so. Das ist eine Schmiede im Hause. Hallo. Oh, eine Elfenschmiede. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist das Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. Ein Experte für Elfenschwerter. Du musst Aper Hattori sein. Oh ja, der bin ich. Geralt von Riva, ich habe schon viel Gutes über dich gehört. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ach, die polnischen Knödel, die sind so lecker. Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafgar zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich habe nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und habe verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz,
Und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn, oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Also in der Dunkelheit ist gut munkeln. So, wir gehen, glaube ich, als erstes mal zu diesen Docks. Ja, ich weiß, jetzt ist natürlich Mitternacht, aber was soll's. So, das geht eigentlich recht gut. Wir brauchen nur hier rumzurennen. Ist ja nicht weit. Ich glaube zwar nicht, dass wir das vor Mitternacht noch hier schaffen, aber... So, wartet mal kurz. Wohin genau? Müssen noch ein bisschen rennen. Bis zu dem... Schiff. Dort hinten, ne? Upsa. Beinahe drauf gerannt. Hey, Schönling. Hast einen schlechten Zeitpunkt für einen Spaziergang durchs Viertel ausgewählt. Psst. Könnt ihr Herren vielleicht zufällig wählen? Ganz ruhig. So, was ist denn hier? Alles klar. Kaum an Land schon reicht's mir wieder. Hier rein wahrscheinlich, oder? Nee, ist abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier genau hin müssen. Aber schön hier, ne? Das ist direkt der Hafen. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht. Wo sind das? Hier. Noch eine Queste verfügbar. Wann nach Einbruch der Dunkelheit? Wie viel Uhr ist es denn? Warte mal, ich schau mal kurz. Nee, dann machen wir erstmal die Queste. Wer schreit denn hier so? Nehmen wir mal die Queste da an, eventuell, ne? Vielleicht bringt's hier was. Wo ist die? Willst du hier mit mir? Wo jetzt ganz genau? Moment, jetzt müssen wir schauen, wo die Queste hier ganz genau ist. Wir sind genau drauf, oder? Auf der Queste. Mal schauen, mit wem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Hallo? Verschwendeter Atem. Müssen wir uns mit irgendjemandem hier prügeln, oder müssen wir hier rein? Nee. Müssen wir hier rein? Das ist natürlich verrückt hier. Ich die Queste hier nicht mehr. Jetzt ist sie weg, ne? Da war doch noch gerade eine Queste hier. Hä? Hä? Ich bin jetzt wirklich hier ein bisschen... Das gibt eine Flut. Schade, oder? Hätten wir vielleicht vorhin gleich mitmachen sollen.
nicht nach Regen ausgesehen. Ja, doch. Es regnet ganz schön. Alles klar? Bei dir kann wahrscheinlich ein Pferd kaufen, wollte ich beinahe sagen, aber wahrscheinlich doch nicht. Oh, hier, schaut mal hin. Pranger. So, ist jetzt die Dunkelheit hier eingebrochen oder noch nicht? Aber schön, ne? Voll der Regen hier. Oder hast du hier was zu sagen? Was denn? Nix. Es gibt eine Flut. Oh. Die zwei, es gibt eine Flut. Die sind schon nach Einbruch der Dunkelheit. Oh, schaut mal hin. Was der muss ich tun, um deinen schönen Tür zu kriegen? Du musst... Der Sensenmann kommt, darfst nicht in die Sonne, darfst nicht hier draußen sein. Schauen uns mal hier ein bisschen am Hafen um so lange, oder? Ist auch mal schön. Die ruhen sich hier aus. Was macht denn der? Du wirst doch hier nicht den Boden schrubben, oder? Ich bitte dich. Ist mir kalt. Jetzt mal ganz ehrlich. So, hier werden die Waren verladen, ne? Wie es aussieht. Oho. Hier ist ein etwas größeres Schiff. Ja, wenn du auf mir drauf rennst. Hallo? Aber ansonsten geht's euch noch ganz gut. Wow, das ist natürlich eine Axt, kann man gar nicht sagen, ne? Was immer das ist. So, ich schau mal wieder zurück. Vielleicht ist er jetzt, hat sich was verändert dort. Sonst müssten wir halt doch mal meditieren. Weil ich schau noch mal hier rein. Damit wir ein bisschen aus dem Regen rauskommen. Alles klar? Du bist brutal, aber dein Herz kennt das wahre Feuer. Wo ist der groß? Schaut mal hin. Steht er irgendwo drauf? Nee. So. Und? Wärmt ihr euch auch ein bisschen auf hier? Na gut. Geht's hier hinten hin? So, ich glaube, ich muss dann trotzdem mal meditieren, damit wir nach der Dunkelheit kommen. Was muss ich tun, deinen schönen Tür zu kriegen? Trägst du immer so enge Hosen? Ja. Ey! Rotzt der einfach hier vor sich hin? Ach, zum Teufel damit! Ja, dann, ich glaube, wir müssen hier mal meditieren. Ist so halt hier. So. Ja, das dauert noch ewig. Wir meditieren mal zwei. Solange ich nicht auf See bin, kann's ruhig schicken. Und ich hoffe, dass das dann reicht, ne? Ist jetzt hier irgendwie was? Irgendjemand Neues hier? Hoch. Nach Einbruch der Dunkelheit, oder? Ist doch jetzt. Schweinekerl. Ha. Geh nach Einbruch der Dunkelheit zu den Docks, um Hattores Lieferanten zu treffen. Ja, ist die Frage natürlich, was Einbruch der Dunkelheit heißt, ne? Oh. Ja, wahrscheinlich, weil der hier umgekommen ist, aus irgendeinem blöden Grund heraus. Wahrscheinlich war das der Questgeber, oder? Eieiei. Zu viel getrunken, mein Freund? Oder schlechtes Essen? Sollen wir noch länger warten? Wahrscheinlich, ne? Weil wer soll das sonst hier sein? Hattores. Oder ist er irgendwo hier unten? Nach Einbruch der Dunkelheit. Solange ich nicht auf See bin, kann's ruhig schicken. Was heißt noch Einbruch der Dunkelheit? Ach man, ich hätte das Ganze noch gerne vor Mitternacht abgewickelt. Bist du Hattori? Verdammt.
Vielleicht kommt er ja noch. Also ich hoffe es. Einbruch, nach Einbruch der Dunkelheit ist ja nun... Also jetzt ist nun wirklich die Dunkelheit eingebrochen. Ja, wahrscheinlich ist es aber auch wieder Mitternacht, ne? Schätze ich. Ich schau noch mal, ob man jetzt hier vielleicht rein kann, aber ich glaube immer noch nicht. Ne? Aber es ist doch hier. Bei dir ist es nicht, ja. Hallo, das ist der Ort. Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Geh voraus. Wunderbar. Komm. Na dann, ich bin bereit. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Bin bereit. Kannst weiter. Kein Problem. Noch was zu sagen? Ein paar Informationen, die uns weiterhelfen? Hier nicht. Bin mal gespannt, was wir für ein Schwert hier bekommen. Aha, da ist das jetzt die Brut. Huch. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Geralt, was wollen wir jetzt? Na, au! Au, au, au! Die Zwerge, die hauen ganz schön zu! Wow. Wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Geralt, was machen wir jetzt? Moment. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Die sind uns eigentlich über. Versuch's doch, du Schwanz. Ja. Oh, das sind zu viele, zu viele, zu viele. Zu viele. Ah, wieso sind da zwei? Zwei ist schlecht. Nein, hör auf! Haben wir was abbekommen? Nur mal Skek. Nee. Können wir noch irgendwie was schleifen oder... Können wir irgendwas noch reparieren hier? Ich meine, ist nicht Rollenspiel-like, aber was soll's?
Haben wir irgendwas, was... Nee, eigentlich nicht. Das sind super. Ist vielleicht vom Schwert her? Oder vielleicht haben wir das falsche Schwert draußen? Haben wir die Stahlwaffe draußen? Vielleicht haben wir das Hexerschwert draußen. Nee, wir haben die Stahlwaffe draußen. Das passt schon. Verdammt. Hopsa. Ich kann nur einen Schlag führen, ne? Ich kann wirklich nur einen Schlag führen. So, jetzt. Moment. So, komm her, Junge. Da kommen sie wieder. Nein! Bleibt. Bleibt. Legt euch mit dem anderen an. Legt euch mit dem anderen an. Ah, das sind ja doof. Na komm her. Komm her, Junge. Komm her. Ich kann immer nur einen Schlag, weil die können mich mit einem Schlag, können die mich niedermachen. Komm her, Junge. Upsa. Mit einem einzigen Schlag bin ich da nieder. Schlagt ihn! Tötet ihn! Noch ist mein Quen um mich herum. Ja, das werde ich mal vielleicht schneiden hier, den Kampf. Weil der wird ewig dauern. Entweder wird er ewig dauern oder ich bin tot. So, halt. Das Quen brauchen wir wieder. Jetzt nix. Weil die kann ich ja auch nicht abwehren, ne? Achso, ja. Das Quen ist noch herum. Das Quen ist noch herum um mich. Ja, ja, kommt her, Jungs. Wartet mal. Wie wär's hiermit? Au, wieso? Warum? Warum? Ist das Quen gerade ausgegangen? Mist. Ja, dann komm her. Au! Wer ist hier der hier immer mit der... Ach, der... Nimm mal auf, ehe du ins Gras beißt. Und wenn ich dich durch die ganze Gasse schleife. So. Puh, jetzt würde ich gerne mal zwischenspeichern. Wäre das möglich? Ja, bei denen kann ich das eben nicht machen hier, ne? Aber immerhin haben wir jetzt schon mal den Bösewicht. Den Bösewicht mit der Armbrust. Halt! Ja, ich sehe schon. Warte mal, jetzt könnte man nochmal die Kartätsche... Ja. Au. Das hat wieder wehgetan. Das hat wieder sehr weh getan. So, du willst... Bist du? Au! Weg! Schau mal kurz, wie es mit unserer... Ja, wir könnten noch einen vertragen, ne? Verdammt, aber dann wird es langsam kritisch. Wir dürfen uns keinen... mehr leisten jetzt. Ah. Schön wäre es, wenn wir jetzt noch mal einen Igni hinbekommen würden. Danke. Schlag ihn!
Tötet ihn! Los, auf ihn! Da kommen sie wieder. Ah, das ist blöd, dass die nicht... Warte mal, der... Nein, weg! Weg, 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 weg! Hat er noch sein Igni? Natürlich nicht. Er ist sein Quen? Natürlich nicht. So. Also, dann! Au! Jetzt ein Igni. Ja, verfickte Flüche. Von mir aus. So, wir haben immer noch unser Quen rum. Das ist super. Verdammt. Au, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Verdammt. Warum? Um alles in der Welt. Schlagt ihn. Tötet ihn. Los, auf ihn. Warum trifft er nicht? Oh, da, da, da. Da liegt einer. Es liegt einer da. Ich werde Wahnsinn. Schlagt ihn. Tötet ihn. Wird eine lange Folge. Ihr könnt, praktisch, ich schneide doch nicht, habe ich mir gedacht. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Und dann könnt ihr nämlich... Da ist wieder einer weg. Dann könnt ihr von mir aus bis zum Ende dann spulen. So, ich komme, mein Freund. Wir sind uns eigentlich über. Au! Normalerweise sind die uns über. Oh, ich will jetzt nicht noch sterben. Ich will jetzt nicht noch sterben, bitte nicht. Sehr schön machst du das. Warte, da helfe ich dir. Nee, 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 mein Freund. Warte, ich mach schon das Igni bereit. Ah, es sind zwei. Warte mal, ich komme mal mit zu dir. Eventuell. Oder auch nicht. Sehr schön. Der ist ja schön, dass der ihn immer mal verbrennt, ne? Au! Warum? Wieso habe ich jetzt eine auf die Mütze bekommen? Okay. Weg. Schlagt ihn! Tötet ihn! So, jetzt kommen wir wieder. Los, auf ihn! Ah! Da haben wir wieder einen. Puh, sind es noch zwei. Oh Gott, noch zwei. Nee, noch einer. Schnell weg, hier lang. Geralt, schnell. Ja, gleich. Ja, ich gehe schon. Ich bin schon unterwegs. Ich komme schon. Schrecklich blass. Was? Mensch, hast du Angst? Schnell, das Tor zu. Da könnten noch mehr sein. Ich bin schon unterwegs. Vorsicht. Vielleicht sind noch mehr drin. Puh. Alles klar? Vorsicht. Vielleicht sind noch mehr drin. Wieso? Um was geht's? Müssen wir das hier wegräumen, oder? Vorsicht. Vielleicht sind noch mehr drin. Kommen wir schon durch? Hast du noch Unterstützung? Soll ich nochmal? Fällt das noch nicht so richtig? Ich kann noch. Also, so ist es nicht. Jetzt kommen sie, oder? Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Kannst du uns Schutz bieten? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen.
Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Hattori, warte! Wo ist denn hin? Was für eine Anmut, was für eine Eleganz. Wahrscheinlich wieder zurück in seiner... in seiner Bude, ne? Ja, das würde ich gerne noch die Folge machen, um ehrlich zu sein. Damit wir einen schönen Abschluss haben, auch wenn es eine sehr, 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 sehr lange Folge dann wird. Wartet, sind wir noch richtig? Schau mal, ja. Eigentlich schon. Sehe ich ihn? Der Sensenmann kommt mich holen. Hä? Wo? Und der da? Der hier? Nee. Sind wir jetzt schon zu weit? Wahrscheinlich, ne? Boah, sind wir manchmal ein bisschen... Oder... Ach so, in seine Schmiede, ja, klar. Was willst du? Hier ist ja seine Schmiede, ne? Ich war mal so, so blau, nee, halt. Dass mir Blut hier aus nicht. Den Ohren kam. Nee, hier nicht. Auf der anderen Seite war es, ne? Richtig. Denke ich. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein! Nein, niemals! Ich bleib bis mir den Werner hier drin! Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringt mich um. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt da einen Söldner, Sucrus, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hackern nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt. Bitte lass mich nicht so hängen. Na gut. Aber eins würde mich jetzt nochmal interessieren. Wie schwer ist die Queste? Stufe 24. Klar. Ja, das... Na, das ist klar. So, ja. Dann können wir vielleicht sogar noch gegen Mitternacht... Na? Ich bewege mich hier keinen Meter weiter, denn ansonsten wird wahrscheinlich Triss hier auftauchen. Ciao. Ciao.